1. Hallo und herzlich willkommen, liebe Whisky-Fans, hier beim Whisky-Club. An meiner Seite die Manuela. Und der Thomas. Und wie ihr sehen könnt, wir machen heute nicht zum ersten Mal ein Whisky-Testing-Video, das die Band Sodom im Mittelpunkt stehen hat. Ja. Das ist jetzt so ein bisschen außerhalb der regulären Metal Malt-Reihe, was wir euch hier vorstellen. Wir hatten ja schon 3 Metal Malts, Metal Whiskys vorgestellt. Ja. Jetzt kommt ein 4. dazu, und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil es aus einer Destillerie kommt, die uns beiden sehr am Herzen liegt, von der ihr wahrscheinlich noch gar nichts gehört habt, aber nach dem Video werdet ihr wissen, worum es geht. Es geht nämlich um die Fessler Destillerie. Meta Malt Whiskies bringen die raus. Und es ist eine ganz kleine Destillerie in einem Nachbarort gelegen. Und die wollten wir euch heute mal vorstellen. Ja, ganz, ganz schön. Also wirklich, da muss man den Ort, kann man echt gut besuchen gehen. Genau. Und die machen alles Mögliche. Genau. Das ist zu der Band kannst du im Prinzip noch mal ganz kurz was sagen für diejenigen unter euch, die jetzt die letzten Whiskys mit Sodom nicht mitbekommen haben, wo wir mal die Band vorgestellt haben. Ja, nee, Sodom ist eine Thrash-Metal-Band aus Deutschland. Eigentlich eine von den wichtigsten mit einige anderen natürlich. Ja. Genau, mir gewidmet. Genau. Danke nochmal, Tom. Ich glaube, wir haben ihn schon so häufig erwähnt, dass ich es gar nicht hören mag. 18 wollte ich schon sagen. 1982 gegründet. Ja, genau. Mein Geburtsjahr. Hallo. Das passt doch perfekt. Stimmt. Kerstin, tue ich mal weg. Ja, ich wollte mal das Bild zeigen. Da, der Knabenheinz. Genau, das ist sozusagen das Maskottchen der Band Sodom. So wie der Eddie von Iron Maiden das Maskottchen ist, ist der Knarrenheinz. Sodoms Maskottchen. Und was kann man da noch drauf sehen? Da sieht man, die kommen aus dem Ruhrpott. Mhm. Ne? Und da ist irgendwo die Zeche, wie heißt sie? Zeche Hugo zu sehen. Da im Hintergrund. Da kann man sie sehen. Genau, der Knarrenheinz ist drauf und das typische Sodom-Logo. Und ja, die kleine Fessler, kleine aber feine Fessler-Destillerie hat einen Whisky rausgebracht in Zusammenarbeit mit dem Tom Angel Ripper von Sodom. Mhm. Eine limitierte. Der erste Whisky von Sodom. Eine limitierte Abfüllung, genau. Es ist der erste Sodom Whisky. Mhm. Und Fessler hat deswegen schon auf sich aufmerksam gemacht, weil sie den ersten offiziellen Wacken Whisky rausgebracht haben. Ja, der dürfte vielleicht auch bekannt sein bei einigen. Genau, genau. Die gerne auch Metal hören. Die sind einfach mit den Veranstaltern zusammengekommen des großen Wacken-Festivals und haben mit denen zusammen ein Whisky kreiert. Und inzwischen ist der, glaube ich, schon im wievielten Jahr? Ich weiß nicht. Es kommt jedes Jahr kommt irgendwie eine neue Edition raus. Ja, aber es macht auch mit einigen andere Bands, mit Pur. Stimmt, oder? Pur haben sie dabei. Sie haben irgendwie auch noch eine irische Band dabei, deren Namen ich jetzt aber nicht im Kopf habe. Und genau, und uns hat es besonders gefreut, dass sie jetzt einen Sodom-Whisky rausgebracht haben, weil wir den Tom Angel Ripper ja sehr mögen. Der hat ja auch mal unter unser Video was drunter geschrieben, was nett ist. Da kam ein schöner Kontakt zustande. Ja, und jetzt steht er da. Ist insoweit was Besonderes, weil er wirklich sehr regional hergestellt ist. Ne? Also das Wasser kommt hier aus der Region. Was ist das? Weizen? Nee, was haben Sie für ein... ich glaube Weizen. Weizen? Haben Sie genau, weiß, regionaler Weizen. Mhm. Und die Fässer, das sind Lemberger Fässer, also es ist ein Rotwein. Ja, nicht schlecht. Dieser Lemberger kommt auch hier aus der Region. Die Fässer kommen auch aus der Region. Ja. Alles sehr schwäbisch, alles sehr regional. Toll. Und der Whisky durfte für 7 Jahre in diesen Fässern reifen. Und 7 Jahre finde ich echt nicht schlecht. Ja, genau. Und den wollen wir jetzt einfach mal verkosten und euch bei der Gelegenheit vielleicht mal ein paar Bilder einblenden. Mhm. Mache ich mal einfach jetzt so nebenher, lasse ich mal ein paar Bilder laufen, damit ihr mal so einen Einblick habt, wie diese Destillerie aussieht. Ist sehr, sehr schön. Wir waren neulich auf dem Mühlenfest dort und die haben wirklich noch eine richtig alte Schrotmühle da. Mhm. Ich glaube, die stammt aus dem Jahr 1870, ist immer noch in Betrieb. Ja. Die machen ja nicht nur Whisky und so, die machen ja eigentlich hauptsächlich, also ich weiß nicht, ob es das Hauptgeschäft mit der Mühle, die machen ja Brot und Mehl und Gebäck und alles Mögliche, und das kann man ja besichtigen. Die haben auch so Seele, da kann man sogar heiraten, habe ich mal gesehen. Ja, ja. Die machen auch so Kabarett und irgendwie, also wirklich richtig, und die Gegend ist extrem schön. Ist einfach eine tolle Location, also ihr konntet es jetzt auf den Fotos auch mal sehen. Ja.
Und Tobias Fessler, schöne Grüße an dieser Stelle, ist super engagiert, was gerade auch so ein bisschen das Hochprozentige angeht. Ja. Die machen also nicht nur eigenen Whisky. Danke dafür. Ja, genau. Stellen nicht nur eigenen Whisky her, sondern auch einen eigenen Gin, der auch ganz hervorragend ist. Oh, der ist Hammer. Sie stellen einen Rum her. Ja. Ja, also sind vielseitig ohne Ende. Ich glaube, und, der hat mehr als einen Gin. Das sind ja mehrere. Ja, ja. Der eine, den ich auch gekauft habe, der wurde in Kastanien, was war das nochmal? Kastanienfässer irgendwie? Kann sein. Kastanienfässer, also, irgendwie sowas. Also sie sind experimentierfreudig, probieren Sachen aus, stellen tolle Sachen her wirklich und sind obendrein auch noch mordsmäßig sympathisch. Ja, und das deswegen stimmt. So drei Generationen, ne? Ja. Er, der Tobias, der Papa und der Opa, der schon über 100 Jahre alt ist, der ist auch immer noch mit dabei und redet auch mit. Richtiges, alteingesessenes, super schwäbisches Familienunternehmen. War schon oft im Fernsehen und wurden 2023 wurden sie als beste Whiskybrenner des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Ja, nicht schlecht, oder? Ja, genau. Räumen also auch jede Menge Preise ab. So, dann kommen wir mal zu diesem erlesenen Tropfen hier. Ich weiß, manche werden jetzt wahrscheinlich wieder die Nase rümpfen und sagen, ach, das ist wieder so Marketinggedöns mit Bands drauf und so weiter. Aber ihr könnt anhand des Pegelstandes hier schon sehen, dass uns dieser Whisky tatsächlich sehr, sehr gut schmeckt. Ja. Also nicht alles, was so ein Label drauf hat, muss unbedingt automatisch gleich schlecht sein. Nee, das stimmt. Da gibt es wirklich ein paar nette Sachen und Lemberger. Ja. Wer von euch hat denn schon mal einen Whisky im Glas gehabt, der 100% in Lemberger Fässern gereift ist? Nee, ich wette, so viele wird es nicht geben. Nee. Und 7 Jahre ist jetzt auch nicht unbedingt so ein Jungspund. Ne? Nee. Also, es gibt ja welche aus Schottland, die wesentlich weniger lange im Fass waren. Eckdaten noch zu dem 41,5% Alkohol. Mhm. Genau. Nicht gefärbt, nicht kältefiltriert. Mhm. Ja, also ganz naturbelassen. Ja. Finde ich auch immer schön. Dafür ist die Farbe echt schön, ne? Schöne Farbe, ja. Genau. Kommt 100% aus den Fässern. Mhm. Und ja gut, es ist jetzt nicht unbedingt ein Geruch, den man mit so einer Thrash-Metal-Band wie Sodom verbinden würde. Da würde man wahrscheinlich denken, da muss jetzt was unfassbar rauchig, stinkiges rein und so. Die Steine müssen schon... Ruhrgebiet, ne? Da qualmen die Schornsteine. Nein, es ist tatsächlich eine sehr fruchtige, sehr zugängliche, sehr süffige Note. Nase, sage ich jetzt mal. Kann man das sagen von der Nase? Fruchtig, süffig. Ja, stimmt. Also eine schöne, weich, angenehme Nase. Ja. Ich denke mal, für die Metal-Fans, die jetzt wahrscheinlich nur Bier trinken oder so und jetzt mal einen Whisky probieren wollen, ist das wahrscheinlich gar nicht mal eine schlechte Wahl, weil da werden sie nicht gleich tot umfallen, sondern sagen, kann man mal probieren. Ja, das ist jetzt keiner, der einen umbringt. Das ist wirklich einer, den man in Gesellschaft mit Freunden zusammen trinken kann, ohne dass es wirklich weh tut. Ich glaube, ein unkomplizierter, hat einen leichten Hefe. Ja, stimmt. Leichten Hefegeruch. Mhm. Dass es jetzt keine Gerste ist, hätte ich nicht festgestellt. Ja. Also er ist ja aus Weizen gebrannt, aber ich finde, das riecht man nicht. Im Gegensatz zu Roggen. Also Roggen, finde ich, riecht man immer raus. Es ist intensiver, Ja, aber Gerste und Weizen ist da dicht beisammen, finde ich. Ja, riecht sehr rund und weich und süß. Ja, finde ich auch. Mhm. Übrigens stellen die ihre Whiskys auch überhaupt alles, was sie da produzieren, wird, glaube ich, sehr ökologisch auch hergestellt mit eigener Wasserkraft. Ist ja eine Mühle, liegt direkt am Kreuzbach. Ja. Wie heißt da? Ich habe den Namen vergessen, aber den Kreuzbach. Kreuzbach ist in die andere Richtung. Ja, ja. Müssen wir nochmal nachschlagen. Aber auf jeden Fall. Und Photovoltaik. Sie machen Wasserkraft und Photovoltaik. Es lohnt sich wirklich mal hinzugehen. Ja. Also wenn die auch mal ein Fest machen, ich glaube, die haben auch demnächst... Whisky und Schwäbischen Whisky-Tag gibt es demnächst, da werden wir auf jeden Fall auch wieder sein. Im Juli irgendwann, glaube ich. Ja. Ja, und dann, es lohnt sich mal hinzugehen, das anzuschauen, das ist wirklich schön. Ja. Mhm. Na denn, also. Ja. Probieren wir mal. Zum Wohl. Kann man sehr gut trinken. Ich finde ihn super süffig. Ja. Ganz ehrlich. Ja. Übrigens, wir trinken auch aus den standesgemäß natürlich aus den Fässlergläsern. Ich weiß gar nicht, ob man das lesen kann hier. Ich finde das Logo so super cool. Fässlermill. Ja, ich finde das toll. Die haben eigene Glenkerngläser bedruckt. Oder vielleicht lassen. Muss man mal was Weißes da. Ah, was Weißes. Siehst ja. Viel besser. Ist nicht so scharf, gell? Ja, muss ein bisschen zurückgehen. Ich glaube, die Schärfe muss sich ein. Ja, ja, aber schönes Logo, schöne Gläser.
Ich trinke sowieso am allerliebsten aus diesen Glenkerngläsern. Ja, beide. Weil die einfach diese schöne Tulpenform haben, wo man, aus denen man gut riechen und trinken kann. Ja, also ich finde den, er schmeckt kräftiger, als er ist. Also ich finde, hätte ich ihn jetzt so im Blindtasting probiert, hätte ich auf mindestens 43 Volumenprozente getippt. Ich finde, er schmeckt ziemlich genauso, wie die Nase hergibt. Ja, das auch. Mich. Das sowieso. Und ich finde auch nicht unbedingt stärker, aber es ist auch völlig okay. Das ist, hat so eine schöne, leicht säuerliche Note aus den Weinfässern. Mhm, stimmt. Man merkt, dass es irgendwie mit Weinfässern zu tun hat. Ja, ich finde das ganz, ganz cool eigentlich. Ja. Reifung in Weinfässern. Ja. Und das ist eine schöne Reifung. Und Lemberger tatsächlich, ich kenne Lemberger selber, obwohl ich ja eine ganze Weile hier schon im Schwäbischen lebe, kenne ich Lemberger noch zu wenig. Ich das auch ist nicht. So eine sehr regionale Traube. Mhm. Ne? Also die Schwaben trinken, glaube ich, ihre Lemberger Vorräte alle selber weg. Also ich hatte auch keinen, muss ich ehrlich sagen. Ich, sehr, sehr ich glaube nicht. Zugänglich, sehr angenehm. Ja. Ja, dieses Hefige stimmt, das kommt jetzt auch raus. So ein bisschen hefig. Mhm. Da gibt es jetzt natürlich keinen richtigen Potstill. Ne? Also diese typischen bauchigen Kupferbrennblasen gibt es beim Fässler nicht. Der hat auch, glaube ich, so eine Säulendestillieranlage, wenn ich das richtig gesehen habe. Klein, ich weiß gar nicht, wie groß der Output da ist pro Jahr, aber es wird nicht viel sein. Deswegen ist der auch limitiert, wie viele andere auch. Auch die Wacken-Whiskys sind alle limitiert. Ja. Wie groß diese Limitierung ist, kann ich auch nichts zu sagen. Ich finde es auch so ein Sammlerstück auch extrem hübsch. Also, also er ist nicht super günstig. Muss man auch dazu sagen, ist ein halber Liter, kostet 49,90 Euro. Ne? Aber man weiß, man tut was Gutes für die Region und wir unterstützen ja die Kleinen auch. Ja, genau. Ne? Darum geht es ja auch. Passt und alles passt. Ja, finde ich wirklich eine schöne Sache. Ja. Und mir schmeckt der Whisky. Ja. Ich hatte mal beim Fässler einen. Was war das? Ein Rye, ebenfalls aus einem Rotweinfass, ich glaube ein Barolo-Fass, weil die haben gute Connections nach Italien, ins Piemont. Ja. Und da hatten sie, glaube ich, ein Barolo-Fass und haben da Rye drin reifen lassen. Der war Bombe, der Whisky, das weiß ich noch. Und ich muss an den letzten Gin denken, den ich gekauft habe, obwohl ich eigentlich gar nicht so extrem Gin-Fan bin, aber der ist Hammer. Habe ich den da hinten irgendwo? Ja, der steht da unten irgendwo noch drin. Genau. Wir werden hier ab und zu mal wieder Fässler-Produkte vorstellen, einfach weil wir den Laden mögen, weil wir den Tobias mögen und weil uns die Sachen gut schmecken. Ja. Die sind einfach richtig, richtig gut. Ja. Muss man schon sagen. So, also. Tada. Muss so schreiben, dass man es nicht lesen kann. Ja, ich habe festgestellt, dass es sieht man. Oh. Wir sind ja da ein kleines Podest, da kann man jedes Mal lesen. Ja, jedes Mal kann man lesen, was du da schreibst. Tada. So, okay. Also, wir bewerten den nach wirklich subjektiven Kriterien, aber ehrlich und fair. Ne? Ja. Also wir machen jetzt nicht irgendwie Bonuspunkte, nur weil die Brennerei da Nachbarort ist und wir den Tobias mögen, sondern einfach nur auf Basis des Geschmacks. Ja. Und da gebe ich eine 84 für. Ich habe eine 86. Ja, sehr schön. Also, leckerer Tropfen. Mhm. Und wie gesagt, Preis-Leistungs-Verhältnis. Da muss man Zugeständnisse machen. Sind ja, tatsächlich halb Liter. Genau. Das geht nicht anders. Das muss man einfach sagen, das hat damit zu tun, dass die Menge, die sie produzieren, so gering ist und dass sie dementsprechend natürlich einen höheren Aufwand an Material und Energie auch haben. Und das muss ja irgendwie reingerechnet werden. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich auf das nächste Whisky-Treffen wieder beim Tobias. Mhm. Diesmal ein paar schwäbische Distillerien. Mal gucken, wer da so alles kommt. Ja, ich bin gespannt. Von der Tech kommt was. Da war ich auch schon mal. Ich habe ja mit dem Rainer damals zusammen den schwäbischen Whisky Walk mal gemacht. Und da kann man eine sehr schöne Strecke entlang der Streuobstwiesen laufen und vier Destillerien besuchen. Und da war unter anderem der Tecker an der Tech war da und mit dabei. Und der wird diesmal bei dem Treffen auch wieder mit dabei sein. Ah, das wusste ich gar nicht. Ja, da werden wir mal so ein paar regionale Sachen probieren. So, in dem Sinne danken wir euch fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, wenn ihr mögt. Schreibt uns was Nettes drunter. Lasst ein Like da und so weiter. Und dann sehen wir uns
vielleicht nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.